Hallo, Servus und Moin, Moin, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu WW2 Rebuilder. Die Vollversion ist rausgekommen. Ich habe ja vor ein paar Tagen schon mal die Demo angespielt, fand es ganz lustig und habe mir gedacht, na gut, kannst du nichts verkehrt machen. Wenn man Spiele wie House Flipper und ähnliches mag, dann ist man hier bestimmt auch gut aufgehoben. Gut, wir haben eine etwas düstere Geschichte hier. Im Großen und Ganzen denke ich aber, wird sich das auf ein ähnliches Spielprinzip hinauslaufen. Die eigentlich angedachte Folge SnowRunner, die heute um 15 Uhr, 16 Uhr, weiß ich nicht, die eigentlich angedachte Folge SnowRunner, die holen wir dafür am Sonntag nach. Heißt, SnowRunner kommt dann diese Woche am Freitag und am Sonntag. Okay, ich gehe mal kurz in die Einstellung. Schauen das Ganze mal an. Wir bleiben hier auf Episch. Die Steuerung brauchen wir nicht. Bildschirm, den Ton. Was machen wir mit dem Ton? Ich glaube, die Musik. Der hat sogar die Anpassung aus der Demo übernommen, Leute. Cool gemacht. Oder auch nicht, wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein ins Spiel. So, freigeschaltet. England, Frankreich, Deutschland und Polen. Wir haben natürlich noch jede Menge Länder. Und hier ist die Frage, wie der Entwickler sich hier hinterher positioniert. Ob es hier noch freie zusätzliche Länder gibt oder ob der Rest wirklich als DLC gekauft werden muss. Weiß ich momentan nicht. Wie gesagt, wir werden sehen. Und wir haben die freie Wahl, wo wir anfangen, Leute. So, ich würde sagen, da wir die Demo sowieso in England angefangen haben, bleiben wir in England. Das heißt, die erste, schätze mal, 20 bis 30 Minuten, die werden dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Oder auch nicht. Wir wollen nach Belfast. Okay. Okay, der Anfang. Ja, doch. Der Anfang wird dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Übers Mythorial, übers Tutorial brauchen wir nicht groß reden. Ich glaube, da hetzen wir gleich einmal kurz durch. Wir kennen die Spielmechanik. Gilbert died at, ich bin ruhig, as Churchill called it, the British Empire's finest hour. He was a Spitfire's pilot during the Battle of Britain. This sky-high fight, which lasted for months, seemed to herald the end of the kingdom. Our victory only limited the scale of German air raids, which were carried out only at night during the Blitz. The number of those killed was in the tens of thousands, from July of 1940 to June 1941. The possibility of bombing our home was part of the life of every citizen. And yet, a few years later, British troops took part in the campaign that finally liberated Europe from the Nazis. At the time, I was too young to enlist. The war took my brother from me, and I was refused to avenge him. However, I think history has imposed on me another duty of no less importance. A country ruined by war requires rebuilding. People are waiting for a roof over their heads, for jobs at factories, and for the end of starvation rations. So, from my family farm, I set out to help with rebuilding the country for the future of all of us. Ja, die kurze Vorgeschichte also. Der Bruder im Krieg gestorben und er war zu jung, um sich einschreiben zu lassen und hat sich jetzt entschlossen, eben beim Aufbau zu helfen. Hier, Moment, wie waren das noch? So, da können wir die Gegenstände aussuchen. Brauchen wir jetzt aber nicht. Die Schippe ist neu, Leute. Das kennen wir.
Alle Hauptziele abschließen, klar, logisch. Sammle Rohstoffe. Das machen wir jetzt. Wir sammeln Rohstoffe. Ich glaube, die Schippe hatten wir nicht, ne? So, durch Control können wir gleich sehen, wo sich überall noch Gegenstände befinden. Gehen wir nochmal kurz nach hier, machen einmal den falschen. So, machen wir mal so, gucken uns das alles an und die Sachen, die wir aufnehmen können, die werden hier halt hervorgehoben. Ja, auch klar, die Container sind halt Container, ne? Da können wir unsere Sachen drin aufbewahren, wenn wir nichts mehr tragen können. So, das da oben kommen wir nicht hoch. Das Einzige, was ich eventuell noch mal machen möchte, und da schaue ich doch mal in die Einstellung, zwar in die Steuerung. Die Handaktion, liebe Leute, die packe ich auf die aufs E. Standardmäßig auf F, aber ich glaube auf E ist es dann doch. Das Waffenrad. So, den Schneidbrenner werden wir uns mal hier raussuchen. Dann brauchen wir Metall. Das, was wir natürlich abgelegt haben. So, nächstes Ziel, liebe Leute. Den Brunnen aufbauen. Sammeln wir erstmal den ganzen Schrott wieder rein. So, Steine, Steine. Rubbish. Das haben wir. Holz brauchen wir, Holz. Holz haben wir nicht abgelegt. Das müssen wir uns dann besorgen. Dann müssen wir das Dach basteln oder kaufen. Da schauen wir mal, was wir dafür brauchen. Fürs Dach zum Herstellen. Hier fehlt nochmal 5 Rubbish, also 5 so Rubbel. Die haben wir aber bestimmt auch noch im Container, oder? Immer noch nicht. Warum nicht? Haben wir irgendwo noch Schrott übersehen? Rausnehmen kann man nichts mehr, da ist nichts mehr. Hier ist auch nichts. Das fehlende Stück gefunden. Stellen das Dach her. So und fertig, Leute. Verbessern wollen wir nichts. Wir gehen direkt
weiter in der Story. Nach Gimbad, wo wir auf den zerstörten Bahnhof treffen. Das war ja die Demo-Version. During the war, the railway was used mainly for evacuating children from cities to the countryside and for military transportation. Now the train to London was full of volunteers, eager to rebuild the capital. Communication lines were one of the targets of Nazi air raids. Probably more than one military train had to stop in front of the destroyed section of the track, or was even destroyed itself by enemy bombs. But even without hostile activity, transporting ammunition is a dangerous undertaking. In nearby Soham, the train station was destroyed when a wagon full of explosives blew up on the platform. Something is not right. Our train stops, but it is still a long way to London. What's going on there? Broken tracks, rubble and wrecks. My God. Is this the Soham disaster all over again? So, die kleinen Zwischensequenzen sind halt immer ganz nett. Die treiben die Story halt so ein bisschen voran. Wir haben 5 Fähigkeitspunkte, die wir jetzt ausgeben wollen. Reinigungsbürste, eine große Nähe brauchen wir nicht. Wir haben 5, aber wollen wir die 5 gleich komplett dafür? Nee, wir nehmen erstmal eine größere Tasche, damit wir mehr tragen können. Den kaufen wir uns. Die Gehgeschwindigkeit brauchen wir auch nicht. Erkennungsreichweite kann man alles nach und nach machen, denke ich mal. So, ich denke mal, 2 Punkte geben wir dafür aus. Und dann sparen wir ein bisschen hierfür, würde ich sagen. Heißt, den einen Punkt, den lassen wir nochmal offen. So, und hier haben wir unsere Aufgabenliste. Räume die Gleise. Und damit fangen wir auch an. So, den Hammer werden wir brauchen. Jetzt heißt sammeln, ne? So weit wie möglich alles einsammeln. Ja, wissen wir. So, und wir schnappen uns hier alles, was geht. Auch das wissen wir. So geht jetzt ein bisschen schneller als beim letzten Mal, dadurch, dass wir das Ganze ja schon ein bisschen auch gespielt haben. Sieht schon mal gar nicht schlecht aus, ne?
der Seite und dann schauen wir uns da vorne noch mal eben um. Denn auch hier haben wir noch ein bisschen was, was wir aufheben können. Okay, dann wollen wir... Ah, verstehe. Wie gesagt, die Schaufel hatten wir beim letzten Mal nämlich nicht. Und da wird das Ganze natürlich nochmal etwas vereinfacht. Da unten ist ein Brief. Wir haben nämlich überall auch noch diese Fundsachen. Brief an den Vater. Ich hoffe, dass mein Brief dich erreicht. Ich habe deine letzte Nachricht erhalten und muss sagen, dass ich diese Möglichkeit, die du für mich geschaffen hast, ganz sicher nicht annehmen werde. Verzeih mir, dass ich das sage, aber deine Verbindung zur Armee zu nutzen, um mich in Zeiten wie diesen vor der Einberufung zum Militär zu schützen, erfüllt mich mit äußerster Verabscheuung. Die Nation und die ganze Welt schreien nach Hilfe. Okay, so kleine Fundsachen, Briefe und Notizen und so, die finden wir halt hier. Na, wirst du wohl? Hier, wir sind doch hier hochgekommen, oder nicht? Dann gehen wir hier. So, und bevor wir das Ganze gleich hier ablegen müssen, gehen wir schon mal in den Bahnhof. Schauen uns hier mal um, was hier überhaupt passiert ist, ne? Alles klar. So, hier müssen wir auch jede Menge aufräumen. Oh ja, mit der Schaufel geht das wirklich um einiges einfacher. So, Holz brauchen wir. Haben wir denn genug? Oh ja. Dafür nicht mehr, aber auch das können wir ändern. Wir sammeln halt noch ein bisschen Holz ein. Holz, Holz, Holz. So, reicht es jetzt schon für den zweiten Teil der Treppe? Entschuldigung, Leute. Haben wir hier noch einen Brief? Nee. Telefon benutzen wollte ich gerade, aber... 816, this is Gilbert. Say again. My God. We'll call the fire brigade. Do anything you can to detach the carriage with the... What do you mean by civilians?
The schedule says it's supposed to be a military transport. A what? That's against every possible procedure. God help us! Kennen wir alle schon. Sehr schön, dass wir hier mit der so viel Holz haben wir nicht mehr genügend Platz. Okay, aber wir haben eh noch eine ganze Menge zu tun hier. Bringen wir also das erste Material schon mal hier so hin. Und weiter geht's. Jetzt wollen wir erstmal zusehen, dass wir hier den Waggon wegkriegen. Unser Schneidbrenner zum Einsatz. Und wo haben wir die Schippe? Da, die sollten wir eigentlich auch viel öfter jetzt benutzen, wenn wir sie schon mal haben. Das vereinfacht und vereinfacht und beschleunigt das Ganze alles noch mal ein bisschen. Wie gesagt, ist eigentlich ein ernster Hintergrund das ganze Ding. Haben wir nicht. Toll. Genau das, was wir brauchen, das haben wir natürlich nicht. Dann bauen wir mal. Ich gucke noch mal eben. Ne, Maustaste gedrückt lassen geht leider nicht. Da müssen wir schon. Hier fehlt uns noch ein bisschen. Ein bisschen Schutt. Ja, da kommt der Hammer wieder zum Einsatz. So, Gegenstände und Materialien, die uns fehlen und die wir nicht haben, die könnten wir auch an der Werkbank nachkaufen. Brauchen wir aber, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Beim ersten, also bei der Demo, habe ich ja unter anderem Ziegel, glaube ich, nachgekauft. Hab dann aber hinterher festgestellt, da gibt es eine viel einfachere und günstigere Möglichkeit. Aber dazu später. So, machen wir erstmal die Gleise soweit fertig. Noch ein bisschen Metall bräuchten wir noch. Und ich denke mal, das holen wir uns von hier.
wir nicht hoch? Doch, eigentlich schon, ne? Also ich hoffe, dass das jetzt erreichen wird. Da unten haben wir übrigens noch mal einen Brief an die Kinder. Was schreibt er? Ich schreibe diesen Brief hauptsächlich für mich selbst, denn ich weiß, dass ihr im Moment nicht viel davon verstehen würdet. Vielleicht behaltet ihr ihn und lest ihn eines Tages als Erwachsene. Und verzeiht mir schließlich. Oder vielleicht werdet ihr mich noch mehr hassen. Euch wegzuschicken war die richtige Entscheidung. Dasselbe gilt für euren Vater, der auf dem Kontinent kämpfen musste. Ihr seid jetzt in Sicherheit und ich habe ein gebrochenes Herz. So ist halt nicht so die Partystimmung hier, ne? Wie gesagt, ernster Hintergrund, das Ganze durch die kleinen Stories noch abgerundet. So, und jetzt werden wir uns erstmal hier dem Bahnsteig widmen. Wir gehen erstmal mit dem Hammer überall dran, damit wir das schön aufgelockert haben. Das haben wir hier, die Mauer neu aufbauen. Da gehen wir dann gleich auch dran. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge nicht mehr gemacht. Mauer kaputt. Noch nicht ganz. Das Stück noch. Das Stück noch. Und damit haben wir es. Da können wir schon mal Ziegel aufsammeln. Da kommt nochmal der Hammer zum Einsatz. Holst du noch nicht? So, dann machen wir als nächstes, brauchen wir Ziegel, ne? Eigentlich können wir ja die Wand des Bahnhofs bauen. Müssen wir erst ein Dach machen? Ich glaube nicht. Ich glaube eigentlich ja nicht, ne? Das wissen wir, wenn wir alle Ziele abgeschlossen haben, können wir uns hier rausbeamen und die Mission beenden.
noch das Unkraut weg, damit alles wieder schön hübsch ist. Da noch, da noch, da noch. So, den Schneidbrenner, kommen wir da so hoch? Ne, ich glaube, wir müssen uns gleich tatsächlich schon mal die Leiter kaufen. Ja, ja, ja. So, 140 haben wir, Leute. Oh, die Leiter gibt es umsonst. Auch das Gerüst kommt gleich noch zum Einsatz, wie ihr sehen werdet, aber okay, stellen wir erstmal die Leiter hin, damit wir hier oben noch dran kommen. Von der anderen Seite vielleicht. Und jetzt halt neu machen. So, wo ist unser Metall? Da. Okay. So, zurück zu den Ziegeln. Und jetzt halt die Wand aufbauen. Da geht wenigstens die... Da können wir die Maustaste für gedrückt halten. Das ist schon mal okay. Da brauchen wir also nicht jeden Stein extra einzeln machen. So, das war's mit den Ziegeln. Ja, verschmutzte Wände brauchen wir nicht. Da geht gleich dann mit der Bürste dran. Eine dreckige Wand, da hat die Wand ja richtig Glück gehabt. Okay, beim Bewegen, da kann einem schon mal ein bisschen schummrig werden hier durch den kaputt machen hier. Und bringen die Sachen erstmal weg, ne? So, und gleich haben wir halt das Problem, das ich bei der Demo hatte. Wir haben keine Ziegel mehr. Vielleicht können wir noch den einen oder anderen hier irgendwo finden. Aber es geht einfacher, Leute. Wenn wir nämlich hier hochgehen. Wir machen erstmal... Oh, wir haben hier nochmal einen Artikel zur Katastrophe. Den schauen wir uns mal eben an. Moment, weitere Detail. So, Explosion eines Militärzugs in Soham. Zwei Tote, mehrere Verletzte, Bahnhof und Stadt beschädigt. Der tragische Vorfall ereignete sich gestern gegen 13.45 Uhr in der kleinen Stadt Soham in East Cambridgeshire. Ein schwerer Güterzug bestehend aus 44 Waggons mit einem Gesamtgewicht von 400 Tonnen Bomben und Kampfflugzeugteilen rollte in den Bahnhof der Stadt, wobei einer der Waggons in Flammen stand.
Die militärische Ladung hätte jede Sekunde explodieren können. Als der Zugführer Benjamin Gimbert begriff, was geschah, befahl er John Nightingale, dem Feuerwehrmann, den brennenden Wagen abzukoppeln. Unmittelbar nachdem der Wagen vom Rest des Zuges getrennt worden war, begann Gimbert, ihn vom Bahnhof wegzuziehen. Die Explosion ereignete sich etwa 150 Meter von dem Bahnhofsgebäude entfernt. Diese Entfernung reichte aus, um eine Kettenreaktion zu verhindern, die zur Explosion des gesamten Zuges und zu schweren Zerstörungen in der Umgebung geführt hätte. So, und hier, das ist kein Holz, das ist eine Klappe, Leute. Und wenn wir hier runter gehen, komm hier runter, zeig's den Leuten mal. Ziegel, 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 Ziegel. Hier sind so viel Ziegel. So, Hammer. Hammer. Noch mehr Ziegel, noch mehr Ziegel. Also Ziegel haben wir hier ohne Ende. So, mehr gehen wir. Geht nicht. Heißt, weiter geht's mit. Na, machst du wohl. So, weiter geht's mit der Mauer hier. Ohne dieses Ziegellager, da hätten wir aber ganz schön da gestanden. Also, mal gucken, wie weit wir hier ohne Hilfsgerät kommen. Müssen wir gleich die Leiter mal umstellen. Fehlende Ziegel, also holen wir uns noch ein paar. Wir stellen auch gleich die Leiter hier mal hin. Eins, wie war das mit Drehen? Q und E. Ja. Von da kommen wir wieder an die andere Seite nicht an. Also jetzt, sage mal. So, auf jeden Fall schön entspannendes Spiel. Also hier den Abschluss noch. Ziegel.
mit dir. Na komm, da müssten wir eigentlich noch dran kommen, oder? Nein, nicht. So. Die Mauer ist fertig. Was brauchen wir denn hier? Da wechseln wir mal das Werkzeug. Ja. Lass uns hier noch mal eben schauen. Fehlt uns noch was, Leute? Metall. Und wir holen erstmal alles noch mal, was wir da haben. So, eigentlich sagt er mir hier linke Maustaste. Vielleicht müssen wir erst noch die anderen Sachen vorher fertig machen. So, liebe Leute, ich setze euch mal kurz auf Pause. Ne, wir holen uns erst das Gerüst, dann setze ich euch auf Pause. Und dann, liebe Leute, geht es hier weiter mit dem Vordach. Das kriegen wir bestimmt. Oder mit dem Dach, das kriegen wir heute noch hin. Bis gleich. So, und das war's auch schon. Ich wollte damit sagen, halt so da. Damit können wir auch gleich weitermachen. Wir setzen uns das Gerüst hier gleich mal hin. Wo ist die Leiter? Die Leiter ist auf der anderen Seite. Na, wo geht's? Da. Dann mal hoch und ran ans neue Dach. So, hier werden wir erstmal, glaube ich, ein bisschen kaputt machen müssen. Die Reste. Da nicht mehr, nur das. So, Holz brauchen wir. Holz. So schnell geht das hier mit dem Bauen. Fangen wir hinten an, ne? Ja, ja, gut, ich weiß, ich weiß. Da müssen wir uns später noch ein Dach bauen. Aber, wie gesagt, später. Was haben wir denn da hinten noch? Was haben wir denn hier noch? Müssen wir hier auch noch? Das sieht aber nicht so aus, ne? Okay. Den Teil haben wir fertig. Von hier unten sieht man besser, ne? Von hier unten siehst du wieder besser. Wir haben nämlich doch noch ein bisschen was vergessen. Da brauchen wir nochmal Holz. Und hier brauchen wir nochmal Holz. Gleich werden wir wieder runter müssen, weil uns Material fehlt. So, lass uns mal nach hier, damit wir da schön drankommen und auch wieder runter hoffentlich. Da haben wir noch einen vergessen. Da kommen wir gar nicht dran.
Da kommen wir ja gar nicht dran. Können wir hier die Leiter aufstellen, oder? Das sieht so aus. Dann drehen wir die mal ein bisschen. Ja, da müssen wir schon. Holz, Holz, Holz. Oh, komm schon. Warum? Oh, ich häng fest. Komm, wir sammeln erstmal die Ladder ein. Das war ja jetzt blöd. Dass ich einerseits da nicht hinkomme. Das Gerüst ist eigentlich auch nicht hoch genug. Ups. Also leider einsammeln. So, und da muss dann das fertige Dach hin. Kommt später. Aber ich möchte wissen, was brauchen wir denn hierfür, Leute? Warum kommen wir hier nicht weiter? In der Demo ging es meiner Meinung nach. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt, Leute. Das müssen wir nochmal zurückstellen. Bauen. Dann lass uns doch erst das Dach bauen. Kaufen können wir nicht, aber herstellen können wir. Und für den Dachabschluss haben wir auch genügend, können wir auch craften. Dann können wir doch die wieder hinstellen da. Und jetzt hätten wir noch mal, brauchen wir noch mal das, noch so ein Dach, okay, noch so ein Dachteil. Bauen. Warte mal, ich will aber da vorne noch mal hin. Ob wir hier irgendwas übersehen haben, auf jeden Fall noch mal ein bisschen Materialien. Und hier ist ein weiterer Brief, den wir einsammeln. Und zwar der Brief an Mama und Papa. Danke, dass ihr mich hierher zu meinen neuen Pflegeeltern geschickt habt. Die Landschaft ist wunderschön und Mr. Hughes sagt, dass es hier sicherer ist als zu Hause. Das ist gut, aber ich mache mir langsam Sorgen, dass du in London bleibst. Ich muss hart für Mr. und Mrs. Hughes arbeiten, aber ich beschwere mich nicht. Mrs. Hughes' Küche ist sehr lecker. Und Mr. Hughes hat mir eine Puppe gemacht. Ja, hier wurden Familien auseinandergerissen. Und Ähnliches passiert ja zur Zeit auch in anderen Teilen der Welt. Du, wir haben nicht dazugelernt, liebe Leute. Beziehungsweise gibt es halt immer noch. Ich muss immer vorsichtig sein, was ich da sage. Gibt es halt immer noch Idioten, die mit Krieg versuchen, ihr eigenes
Ego zu stärken und es geht nur um Macht, Kohle und ich weiß nicht was. Nee, komm, die Leiter reicht. Also wir brauchen ein neues Vordach und das auf der anderen Seite und das Gebäude müssen wir fertig bauen und ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert, denn höchst merkwürdig. So, aber noch haben wir ein paar Aufgaben zu erledigen. Denn hier unten ist ein weiterer Waggon, den wir erstmal zerschneiden müssen. Und so kriegen wir dann natürlich auch mehr Metall. Der ist noch nicht. Und der ist noch nicht ganz. So, jetzt haben wir aber keinen Platz mehr, also wieder wegbringen. Metall, Metall, Metall. Rein damit. So, ich denke mal, den restlichen Wagen, den werde ich off-cam oder so nochmal fertig machen. Aber wir schauen uns hier nochmal um. Da kommen wir nicht durch. Also hier kommen wir auch nicht durch. Aber da hoch müssten wir kommen. Oder? Jo. Hier kommen wir hoch. Da unten waren wir schon. Und liebe Leute, hier ist ein Blindgänger. Die Sprengladung ist immer noch eine Gefahr, sie kann jederzeit explodieren. Und jetzt können wir entweder den Sprengmeister benachrichtigen oder versuchen, die Bombe zu entschärfen. Jetzt bin ich gerade überlegen, müssen hier an und hier, wie waren das noch? Hier machen wir so weit, dass der grün wird, ne? Der ist grün. Nächster an. So weit drehen, bis grün wird. Nächster. Oh, halt, scheiße, Leute. Ich habe was Wichtiges vergessen, nämlich so. Dann den an, so, den an. Drehen. Ich hoffe, die Zeit reicht jetzt noch. Okay, die Bombe ist entschärft, Leute. Dadurch haben wir nochmal 100 Credits dazu bekommen.
ich mache mich jetzt auf, um den Waggon auseinanderzunehmen, wenn ihr komplett alles sehen wollt, Leute, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, dann machen wir das beim nächsten Mal komplett weiter. Aber ich denke mal, so einzelne kleine Abschnitte, die dürften jetzt dem Gesamtspiel nicht unbedingt ab. Na, machst du, kommst du? Ne, wie gesagt, wenn ihr alles sehen wollt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ansonsten machen wir so diese größeren Sachen einfach mal off-cam. So, für heute soll es das gewesen sein. Beim nächsten Mal machen wir dann den Bahnhof fertig und dann geht es weiter zur nächsten Station. Wenn euch das Video gefallen hat, liebe Leute, lasst gerne ein Like da. Kommentare gerne gesehen, wie immer. So, lasst uns hier nochmal schnell ein bisschen aufräumen in der Zwischenzeit. Denn hier haben wir auch noch die Aufgabe, ein neues Vordach zu bauen. Und wie gesagt, das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut, habt einen schönen Tag und bleibt gesund.